Es ist mir eine Freude, aufs Neue ein großes Dankeschön an den Rotary Club Hildenhahn zu adressieren, der dieses Projekt wesentlich unterstützt hat. Ich freue mich auch sehr, dass heute Frau Till, stellvertretende Leiterin der Sammlungen des Museums Kunstpalast, unter uns ist. Als Kuratorin verantwortet sie spektakuläre Aufstellungen, die sich oft in Grenzgebieten bewegen. Grenzgebiete waren auch eine Spezialität von Charles Wilb. Dazu gehörten auch filmische und musikalische Projekte. Deshalb ist es sehr schön, dass wir heute die Musiker Falk Riefenhagen und Friso Lücht zu Gast haben, die uns hörbar in eine Zeit versetzen, in der Grenzen neu definiert werden. Auch dafür vielen Dank. Danke, Herr Dr. Fummer. Vielen Dank für die Einführung. Und ich freue mich auch sehr, dass wir ja heute zu Gast sind im Kunstraum des Gewerbeparks Süd und dass heute auch Herr Braun uns nochmal hier begrüßen wird. Schön, dass Sie da sind. Traumhaft schöner Tag. Ich hoffe, dass dieser Tag auch einen Wendepunkt in der Entwicklung der Pandemie darstellt. Ich hoffe, dass in der kommenden Woche im Kreis Mettmann dann wieder der Zugang zu Ausstellungen ermöglicht wird und gleichzeitig aber auch das Wirtschaftsleben wieder Fahrt aufnimmt. Meine Damen und Herren, liebe Kunstfreunde, die uns jetzt über Internet, über YouTube zuschauen, ich darf Sie ganz herzlich im Kunstraum Gewerbepark Süd begrüßen. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen auch meines Bruders Karl Ernst und natürlich der Braun-Familien. Den Kunstraum gibt es nun inzwischen im 24. Jahr. Weit über 100 Ausstellungen haben hier stattgefunden, mit über 100.000 Besuchern in der Zwischenzeit. Vernissagen, bei denen wir teilweise Besucher abweisen mussten, weil die Kapazität des Raumes überschritten war. Die Pandemie bremst die Kunst aus. Zwei Ausstellungen haben wir im Vorjahr draußen gemacht. Die Ausstellung Feindbilder, Sabine Flittner und Sandra del Pilar. Und natürlich die jurierte Kunstausstellung des Kreises Mettmann, Neanderlandart. Nun haben wir diese fantastische Ausstellung von Charles Wilb hier zu präsentieren, Kunst im Rausch der Werbung, nun aber als Online-Veranstaltung. Und diese Online-Veranstaltung zeigt eigentlich die Flexibilität, die wir hier im Gewerbepark Süd haben, aber die auch das Kulturamt der Stadt Hilden hat, um so etwas zu ermöglichen. Unsere flächendeckende Versorgung mit Glasfaser hat uns dabei natürlich sehr geholfen, dass wir diese Veranstaltung online übertragen können. Kunst in der Werbung ist das Thema dieser Ausstellung. Kunst und Wirtschaft stellt das dar, was wir hier seit Jahren mit dem Kulturamt gemeinsam präsentieren. Und sicher wird in Zukunft diese Zusammenarbeit weiterhin von großer Wichtigkeit sein. Wir machen das schon und wie gesagt schon seit 24 Jahren. Planungen für den Kunstraum gibt es bereits wieder für dieses Jahr mit zwei weiteren Ausstellungen, aber auch das nächste Jahr ist schon voll in der Planung und wir alle hoffen, dass dann wieder normale Bedingungen herrschen. Ich komme nochmal auf meine Ausgangsbemerkung zurück. Ein schöner Tag. Hoffentlich bald wieder bessere Bedingungen für Kunstausstellungen. Aber auch das Anspringen des Kunst-, des Wirtschaftslebens. Nur dadurch wird die Kunst noch weiterhin öffentlich präsentiert werden können. Wir können alle nur hoffen, dass es sich weiterhin so entwickelt. Und es werden dann auch Besuche in Ausstellungen hier, aber auch Besuche von Interessenten für unsere Gewerbeflächen und Besichtigungen wieder möglich sein. Bleiben wir optimistisch. Lieber Herr Braun, vielen Dank. Ja, wir sind optimistisch und hoffen, dass es alles bald wieder weitergeht, dass sich alles
wieder öffnet, wir zur Normalität finden und auch die Menschen wieder vor Ort die Kunst hier genießen können. Ich freue mich sehr, dass Freifrau von Droste zu Hülshoff-Wilp heute hier ist und sie ein bisschen was auch über ihren Mann, die Werke, erzählen wird. Ganz kurz, ich bin überglücklich, dass wir auch in den letzten Wochen sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben, dass sie uns ganz viele Exponate zur Verfügung gestellt hat, dass wir jetzt auch Sachen präsentieren können, die zum Teil auch noch nie gezeigt worden sind. Darüber sind wir überglücklich und wir haben uns sehr intensiv in den letzten Wochen und Monaten mit dem Lebenswerk auseinandergesetzt. Die Komplexität, wir wussten, irgendwann müssen wir stoppen und alles präsentieren, aber eigentlich hätten wir gerne noch viel länger weiter geforscht, denn es ist, wie gesagt, ein richtiger Kosmos und ich freue mich, dass Sie heute hier sind und ein bisschen berichten können. Schön. Herzlichen Dank für die schöne Begrüßung. Das war eine große Freude, zusammenzuarbeiten. Mir sind Dinge meines verstorbenen Mannes wieder neu ins Bewusstsein gekommen und die Geschichten, die alle um die Entstehung gekommen sind. No rest, no ending, können wir nur sagen. Ich kann aus technischen Gründen, glaube ich, erzähle ich lieber etwas zu den Bildern, die Sie hier sehen. Es hat mich sehr überrascht, hier in dieses Haus zu kommen, wo ich schon von Willy Brandt, von, wer ist noch da gewesen, Willy Brandt und dann Helmut Schmidt und letztendlich auch von meinem verstorbenen Mann begrüßt zu werden und dann in den Raum zu kommen mit einer Ausstellung, an der ich überhaupt kurativ nicht beteiligt war. Und dann dachte ich, na, was wird das wohl werden? Und es ist gut geworden. Also ich freue mich sehr, dieses große Spektrum, was zur Verfügung stand, so kompensiert zu sehen. Es geht von einem Bild meines verstorbenen Mannes über die Lehre, die daneben gleich Josef Beuys, der eng verbunden ist mit der Lehre, weil er ein Foto, ein Porträt von ihm gemacht hat, ein weit bekanntes Bild, wo er ohne Hut auch zu sehen ist. Und geht weiter zu Muhammad Ali, der mit Plüschtieren Werbung machte und sehr glücklich war. Eine ganze Flugzeugladung mit Plüschtieren wurde nach New York geschafft. Und während der Aufnahmen wusste er gar nicht, für wen er sich begeistern könnte und sagte, ich behalte die alle. Und ihm klarzumachen, dass das eben nicht möglich ist, und im Anbot, Sie können sich eins aussuchen, hat er sich Bunny ausgesucht und die ist auch heute noch dort in seiner Familie. Danach kommt ein großes Spektrum von Werbung. Die VW-Werbung war ja eben schon und läuft und läuft und läuft in der Musik zu hören. Da bot sich sehr viel im Hintergrund, was ich daraus gehört habe. Und es kommen natürlich Afrikola, die selbsterklärend ist inzwischen mit den Nonnen, die Afrikola trinken, mit zyklamfarbenen Lippen. Das müssen wir doch bestimmt absegnen, meinte der Besitzer der Firma Afrikola und fragte also dann Kardinal Frings, der daraufhin sagte, warum sollen die Nönnekes keine Afrikola trinken? Also ist abgesegnet. Hinter mir sofort eine neue Aufgabe für Charles Wilp. Er bewarb sich als Kanzler. Es war natürlich nur ein Aufmerksammachen. Heute ist es vielleicht sogar einem Künstler möglich, wie es auch schon einige tun, Kanzler zu werden. Die Fotografie war ein großer Anfang seiner Arbeit. Dazu gehört der meistveröffentlichte Akt der Welt. Das ist das Mädchen von hinten mit den frei fliegenden Haaren. Die Folge davon ist ein Bild, was in der Schwerelosigkeit aufgenommen wurde von Spacey Lucy, die nun aber angezogen ist im roten Overall. Es war die Bordärztin, die sich in der Schwerelosigkeit bewegte zu einer Musik, von der Charles Wilp gesagt hat, die schwereloseste Kunst ist die Musik, die schwereloseste Musik ist der Wiener Walzer. Und so hat sie sich bewegt in der Schwerelosigkeit und es ist auch quasi ein gutes Pendant, wie er viele Dinge immer wieder aufgenommen hat aus seiner frühesten Zeit mit hinein in die Space Art und die sieht man ja dann wohl etwas später in einer neuen Ausstellung.
Und abschließend tue ich dann jetzt mit den Porträts der Minister, das sozialliberale Kabinett, mit Willy Brandt als Kanzler, Helmut Schmidt als Verteidigungsminister. Es gibt so viel zu sehen und so viel zu erzählen, dass ich einfach vorschlage, Sie kommen mal her und gucken sich selber an. So hatte Ulf Merbold das auch gesagt, als er von meinem Mann immer korrigiert wurde. Du musst jetzt das machen, da oben in dem Space Shuttle. Und der hat zu ihm gesagt, komm doch hoch und mach es selber. Das hat er dann gemacht, bis zum Schwerelosigkeitsflug. 380 Schwerelosigkeitsflügen hat er es geschafft. Ein echter Flug zur Raumstation war ihm dann leider nicht mehr vergönnt. Ich hoffe, Ihnen macht die Ausstellung so viel Freude wie mir. Und danke, Frau Abend. Sehr gerne. Ich danke Ihnen und ich danke Ihnen nochmals dafür, dass wir so tolles Material bekommen haben. Und als Sie jetzt gerade das Kabinett angesprochen hat, wir durften mit negativen Arbeiten, die wir ausgewertet haben, wir haben das Making-of gesehen, ein paar Arbeiten sehen Sie auch hier in der Ausstellung und das ist großartig. Es wurde gerade angesprochen, genau, es gibt noch eine zweite Ausstellung zu Charles Bilb, denn wie gesagt, er ist so komplex in seinen Arbeiten, seinem Lebenswerk, dass wir im Farbmuseum ab dem 13.06. auch die Ausstellung Into Space zeigen. Jetzt freue ich mich aber erstmal, dass Ansgar von Dreck hier ist, denn ohne ihn würde es diese Ausstellung auch nicht geben. Denn das Besondere ist, wir haben uns hier mal bei einer Vernissage über Charles Wilb unterhalten, dass wir Arbeiten im städtischen Kunstbesitz haben. Und dann erzählte er mir en passant, wusstest du eigentlich, ich habe auch mit Charles Wilb zusammengearbeitet, wir waren befreundet, ich habe auch einiges in meiner eigenen Sammlung. So ist dann die Idee zustande gekommen und wir haben gesagt, das machen wir. Dann klang es eben schon an, wir haben mit Studierenden zusammengearbeitet, wir haben ein Praxisseminar gemacht, also Auftakt war in einem großen Hörsaal, danach sind wir dann online gegangen per Zoom, aber das hat unglaublich toll geklappt und alle haben so viel recherchiert und auch neue Erkenntnisse mit reingebracht. Sie standen erstmal vor der großen Aufgabe, oh, also Primärliteratur, da gibt es ja gar nicht viel, was machen wir denn jetzt? Und wir haben dann gesagt, ja, sprecht mit Zeitzeugen, recherchiert, reflektiert das selber und das haben sie großartig gemacht. Und jetzt freue ich mich aber erstmal, dass du noch ein bisschen erzählen kannst. Wunderbar. Dankeschön, Sandra. Ja, komm mal schnell, Ansgar. Da ist wieder der verrückte Fotograf im Fernsehen. Gemeint war natürlich Charles Wilb und ich war ein fotobegeistertes Kind oder Jugendlicher. Das war so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und die Art von Charles Wilb zu fotografieren oder wie er sich im Fernsehen präsentiert hat, so ähnlich wie der, ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, von Michelangelo Antonioni, Blow Up, da gibt es diesen Fotografen Thomas und der hat auch so eine Art und das war so die Fotografie der 60er, der 70er Jahre und Charles Wilb hat das also wirklich auch sehr gelebt so. Und das hat mich sehr fasziniert und ich habe als 14-, 15-Jähriger mich schon für Man Ray begeistert und habe ein Buch von Andreas Feininger, die Fotolehre, die große Fotolehre, verschlungen, obwohl ich nicht gerade der größte Buchleser bin. Und aber von der Fotokunst hatte ich da noch zu dem Zeitpunkt noch keine große Ahnung. Ich habe aber angefangen, Dinge von Charles Wilb zu sammeln, wenn ich sie eben so kriegen konnte. Und da war mein erstes Exponat, was ich hatte, war die Dimpelflasche, also die Nummer 209 von 5000 aus der großen Fotoaktion auf dem Thyssenhaus in Düsseldorf, wo 5000 Flaschen in Reihe aufgestellt waren. Und das Buch Dasseldorf habe ich dann bekommen und das Buch Dasseldorf ist ein Gesamtkunstwerk der Fotogeschichte und ich war stolz darauf, dieses zu besitzen. Und dann weitere Magazine mit Bildern von Charles, die er gemacht hatte. Dass ich später mit Charles Wilb, für Charles Wilb fotografieren durfte und mit ihm zusammenarbeiten und abendelang diskutieren und dass später sogar mal ein Bild, was ich von einem seiner Kunstwerke gemacht hatte, in die Raumstation mir gelangt ist und eins von den Exemplaren sogar mit der mir untergegangen sein soll, das hätte ich mir niemals erträumt. Sexy Mini Super Flower Pop-Up Cola, alles ist in Afrikola. Oder er läuft und läuft und läuft. Darauf wurde Charles Wilb viel zu lange irgendwie reduziert und einfach der Werbemann. Aber das stimmt gar nicht. Charles Wilb war kein Werber, der Kunst gemacht hat,
so wie es viele Kuratoren zurzeit immer noch gerne sehen. Also zum Beispiel wird in Bonn, ist gerade vor 2-3 Tagen eine Ausstellung eröffnet worden, Sound und Silence, und alle möglichen Künstler sind vertreten, aber wer fehlt? Charles. Und Charles hat so viel zum Sound und Silence beigetragen, dass er eigentlich da hätte vertreten sein müssen. Nein, er war ein Vollblutkünstler. 24/7, 365 hat er gearbeitet daran. Und dessen Kunst konnte man dann gut in der Werbung gebrauchen. Ja, aber es war eine Kunst, die er gemacht hat, und nicht nur Werbung. Er war ein wahrer Zero-Künstler. Es ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, da sprach mich Frau Dr. Sandra Abend an auf einer Ausstellungseröffnung, wie sie eben schon gesagt hatte, und sagte, dass die Stadt Hilden einmal diese Space Lucy, ein Großkunstwerk von Charles, besitzt und dass da jetzt weitere Kunstwerke von dem Sammler Werner Scholzen dazugekommen wären. Und sie überlegte, eine Ausstellung damit zu machen. Und ich sagte, ja, das sind ja nur 3, 4, 5 Werke. Weißt du, dass ich und meine Frau und ich da mindestens 30 interessante Werke haben, die noch nie jemand gesehen hat, und dass ich da eine Menge Kontakte auch habe, die ich dazu beitragen kann. Nicht zuletzt auch meinen sehr netten und freundschaftlichen Kontakt zu Ingrid Freifrau von Droste zu Hülshoff-Wilb. Ja. Außerdem sah ich eine gute Chance der Realisierung in dem Präsidentenjahr ich bin zurzeit Präsident beim hiesigen Rotary Club in Hildenhahn, und als Präsident eines Clubs kann man sich immer so ein Projekt aussuchen, was man in seinem Jahr macht, und das lag natürlich dann auf der Hand zu sagen, das machen wir dann auch in diesem Jahr, dann sind die größten Chancen auch, das gut über die Bühne zu kriegen und auch die Eröffnungen und auch dann auch die Finanzierung. Und so konnte ich durch die großzügige Spende einiger Freunde aus dem Club auch den finanziellen Hauptteil dazu beitragen. So eine Ausstellung vorzubereiten, das bedarf hunderte Stunden von Arbeit, also im Prinzip tausende Stunden. Recherchen, Interviews, Sichtung von Bildern, Verhandlungen, Motivation von Mitarbeitern, Redigieren von Texten und. Nur durch die unermüdliche Kraft, das muss ich jetzt mal wirklich nochmal hier betonen, nur durch die unermüdliche Kraft von Sandra Abend war es überhaupt möglich, dass wir heute hier stehen. Und da wird die Nacht zum Tag, und manche Mail kommt dann um 3.15 Uhr in der Nacht. Irgendwie. Außerdem hat die momentane Situation, mit der wir ja alle zu kämpfen haben, diese Realisierung nicht gerade einfacher gemacht. Im Gegenteil, Kunst und Kultur, ob bildend, darstellend oder musisch, stehen ja ganz weit hinten bei den uns quälenden Regulierungen. Obwohl viele Studien ja bewiesen haben, dass eigentlich von da aus die geringste Gefahr ausgeht. Also bei Ausstellungen hat sich bisher noch niemand angesteckt. Und weil auch leider sich viel zu wenig Leute da wirklich für interessieren und dadurch auch weniger Leute dahin kommen und die Abstände eingehalten werden können. Ja, aber die Kunst ist das, was uns bewegt. Und die Kultur ist das, was die Qualität unseres Lebens ausmacht. Oder wie H.A. Schulte es schön formuliert hat, nur die Kunst bewegt die Zeit. Und ganz wichtig ist, das ist das, was von unserer Generation übrig bleibt. Ich freue mich unwahrscheinlich, hier heute diese Ausstellung in dem Kunstraum meines Freundes Karl Ernst und seines Bruders Hans-Jürgen Braun hier im Gewerbepark Süd miteröffnen zu dürfen. Und es wird nicht nur diese Ausstellung, wie eben schon gesagt wurde, stattfinden, sondern auch im Fabri-Museum wird dann am 13. Juni eine Ausstellung eröffnet über das späte Werk, die ganzen Space-Geschichten und dann auch eine wahnsinnig spannende Angelegenheit. Die Exponate sind alle zusammengetragen, die Bilder hängen noch nicht an der Wand, aber es wird mindestens genauso gut wie hier. Und dann kommt noch eine Buchvorstellung, auch am 13.06., die erste wissenschaftliche Aufarbeitung des Werkes von Charles. Wobei, wie Sandra Abend eben schon sagte, das ist noch nicht zu Ende, weil da liegt noch so unglaublich viel in diesem Kosmos von Charles. Und das alles war nur durch den unermüdlichen Einsatz von Sandra Abend und auch ganz besonders gerade das Buch durch den fast unbezahlbaren Einsatz von der Grafikerin Nicole Meyer oder zum Beispiel Michael Ebert, der die Bilder zurechtgemacht hat, und einige Autoren, die dazu geschrieben haben, war das nur möglich. Und unermüdlich, habe ich eben gesagt, unermüdlich wirklich, also weil das manchmal war es doch die ganze Nacht.
Und die finanzielle Realisierung für das Buch konnte ich dann auch noch mit auf die Beine stellen. Dank dessen, den Auftrag, den ich zurzeit habe als Präsident, konnte ich dann eben halt auch drei Freunde aus dem Club dazu bewegen, das Buch zu finanzieren. Ich könnte jetzt hier noch ganz viele Namen aufzählen, denen ich danken könnte, aber einer ist mir der wichtigste. Ohne meine Frau Sabine würde ich hier nicht stehen. Nicht nur, dass ich zu Charles Wilb-Zeiten oft die ganze Nacht durchgearbeitet habe, bis in den Morgen und dann so einiges auf sie abgeladen habe, weil ich einfach zu viele Jobs hatte, nicht nur Wilb, sondern irgendwie in dieser Zeit, sondern sie hat auch diese Ausstellung hier massiv mit unterstützt, finanziell und mit Rat und Tat. Und ich danke ihr ganz besonders, weil heute ist ein ganz besonderer Tag, wir sind 34 Jahre verheiratet. Dankeschön. Danke, Ansgar, und Gratulation an euch beide. Ja, also Sie sehen, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und es ist unglaublich toll, dass so viele Menschen hier im Einsatz gewesen sind, die geholfen haben. Beispielsweise auch, du hast es eben angeschnitten, Michael Ebert, der hat sich noch darum gekümmert, dass wir hier noch einen Film zeigen können in der Ausstellung, also einen sehr kompakten Film. Einen weiteren Film hat Ansgar von Dreck noch für die Ausstellung im Fabri-Museum zusammengeschnitten. Dann auch Peter Siebmann, der das Ganze fotografisch auch begleitet hat, heute hier ist, Christiane Herz, die das alles medial begleitet hat und ganz, ganz viel dazu beigetragen hat, dass wir hier auch noch ein kleines Handout haben können in der Ausstellung. Und jetzt freue ich mich sehr, dass Barbara Till hier ist. Hallo. Das ist was ganz Besonderes, denn Barbara hat 98 eine Ausstellung mitkuratiert und einen Katalog mit auf den Weg gebracht. Da ging es um Design und es ging um Alltagskunst. 98, 30 Jahre nach 68, also ein großer Aufbruch, eine ganz, ganz spannende Zeit, die auch nochmal wirklich auch wissenschaftlich, kulturell aufzuarbeiten. Und in diesem Zusammenhang hattest du auch ganz viel Kontakt zu Charles Wilb. Du hast ihn auch interviewt. Da ging der Schwerpunkt wirklich auf die Werbung, auf seine Werbestrategien, auf seine Filme. Aber es ist viel komplexer. Vielleicht kannst du ein bisschen was davon erzählen. Ja, das mache ich gern. Erstmal herzlich willkommen in dieser tollen Ausstellung, muss ich wirklich sagen. Großes Kompliment an dich. 98, genau, hatten wir die große Design-Alltagskulturausstellung und natürlich gehörte Werbung auch mit dazu. In dem Zusammenhang, natürlich kannte man Charles Wilb, auch als Namen. Und in dem Zusammenhang hatte ich aber erst einmal die Möglichkeit, ihn mal persönlich kennenzulernen. Und das ist natürlich immer was ganz Besonderes. Und ich muss sagen, das Erste, klar, ich habe mir verschiedene Werbespots von ihm angeguckt, habe auch geguckt, was er sonst so gemacht hat. Also es gab natürlich auch Lucky Luft und einen Duschwerbespot, alles Mögliche, was wir dann auch in der Ausstellung gezeigt haben. Aber am meisten hat mich wirklich beeindruckt das Interview, weil ich habe festgestellt, dass es ein Mensch ist, A, hat er eine ganz besondere Vision gehabt und B, dieses Rauschhafte, was man dann auch in den Werbespots sieht, das hat er ein Stück weit auch gelebt. Im Grunde war sein Leben, das, was er dann rübergebracht hat, viele sagen ja auch immer, viele haben sich gar nicht daran gestört, an diesem sexistischen oder vermeintlich sexuell aufgeladenen, sondern es war eigentlich, er hat so eine Art LSD-Rausch da inszeniert. Und das war natürlich unerhört. Und worauf ich hinaus wollte ist, dass er, auch wenn man ihn traf, er hat so einen Enthusiasmus ausgesprüht, dass es auch schon was Rauschhaftes hatte, was einen wirklich gefangen hat und mitgenommen hat. Man fragte sich, ich hatte mich ja vorher ein bisschen über ihn informiert und man muss dazu sagen, 60er, 70er Jahre Düsseldorf, das war Designer- und Kunstszene. Absolut ganz eng miteinander verwoben. Und auch wenn Charles Wilb für viele eigentlich mit Werbung zusammenhing, aber für Leute, die älter sind und in Düsseldorf Zero und all dieses Cream Cheese, all diese Sachen miterlebt haben, die wissen ganz genau, Charles Wilb wuselte da immer irgendwo auch zwischen den Künstlern herum. Mich wundert eigentlich und ich glaube fast, dass er auch zu den Nouveau Realisten, weil das ja so eine offene Gruppe war, wahrscheinlich hat er auch irgendwo mit dazugehört, weil er war sehr eng mit Yves Klein. Wie sich das ergeben hat, das waren wahrscheinlich Paris-Aufenthalte, wo die beiden sich näher gekommen sind. Yves Klein hat in Paris 1957 eine Ausstellung gemacht, Die Leere, La Vide. Und daraufhin hat Charles Wilb
die Lehre als Foto gemacht. Was sehr interessant ist, wenn man sich diese Fotos anschaut, die sind jetzt nicht einfach, dass er den leeren Raum von Yves Klein fotografiert hat, sondern er hat so ganz bestimmte Diagramme gemacht. Das heißt, dass das Thema Leere und Space, was sich immer wieder auch wie so ein roter Faden durch sein Werk zieht, hat sicherlich auch sehr viel in dieser sehr intensiven Verbindung zwischen den beiden Künstlern. Der eine ist leider schon 61 verstorben. Von daher hat es dann abrupt aufgehört zwischen den beiden. Aber es ist fast anzunehmen, das ist jetzt eine Mutmaßung, dass Wilp das sicherlich so ein Stück weit auch als Vermächtnis weitergetragen hat. Weil immer wieder hat er sich mit diesem Thema Space, Leere des Raumes auseinandergesetzt. Und genau, also ich würde gerne ergänzen, weil du es gerade gesagt hast, denn wir haben ja auch die Platte, die wir hier ausstellen, also Tanz der Leere, und das hat ja Charles Wilp mit Yves Klein auch gemeinsam gemacht, und eigentlich sollten wir die Überraschung nicht vorwegnehmen, was man auf dieser Platte hört, aber alleine die Titel sind natürlich schon fulminant, und wenn man sich das durchliest, ist das sehr, sehr spannend. Das wollte ich jetzt gerade ergänzen zu dem Thema der Leere, was ja ein absolut großes auch in der Kunstgeschichte der Zeit gewesen ist, sich eben mit solchen Phänomenen auch mit Endpunkten, wie geht es weiter, Erneuerung und wie finden wir uns vielleicht auch im Raum und wie verortet man Kunst? Also wunderbar, also das ist schön gesagt, vielleicht hat er das auch wirklich weitergetragen, auch diese Idee, ne? Genau. Also ich denke schon, und du hast es gerade angesprochen, was war das für eine Zeit, die 60er Jahre? Gerade, es war eine unheimliche Weltraum-Euphorie da, das darf man natürlich nicht vergessen. Auch die Zero-Künstler waren ganz, ganz stark davon beeindruckt und haben im Grunde solche Themen dann, also Pine zum Beispiel, in ihre Kunst hineingebracht. Und bei Charles Wilp war es so, er hat das auf verschiedenen Ebenen gemacht. Das Tolle eigentlich an ihm ist, dass er schon damals im Grunde keine Grenzen kannte. Also das ist Kunst, das ist Werbung, das ist Musik. Diese endlose Entgrenzung, die ihm gelungen ist, das ist das Besondere an ihm, zu einer Zeit eigentlich, wo alle sich eigentlich Nase rümpften, eher so zur Seite setzten, wenn ein Werber daherkam. Und bei Wilp ist es auch ein Stück weit so gewesen, es wurde eben gesagt, das war so wahnsinnig, also die Leute waren so echauffiert über seine Werbespots. Ich vermute mal, dass sie über was anderes noch echauffierter waren, nämlich dass Charles Wilp es geschafft hat, mit seiner Werbung wirklich zu einer Persönlichkeit, zu einem Künstler zu werden. Und ich glaube, das war das Unerhörte und dass gerade seine Kollegen in der Werbebranche davon eigentlich nicht begeistert waren, weil es wurde da nicht der Name genannt. Also wenn Team eine Werbung gemacht hat, dann wurden nicht die Leute von Team genannt, sondern es wurde Charles Wilp genannt. Und das war bei verschiedenen anderen Werbeagenturen ganz genauso. Also das heißt, er war in den 60er, 70er Jahren sowas wie ein Star auch in dem Metier. Und das hat sicherlich auch damit dazu beigetragen, ich hatte eben über Entgrenzung gesprochen, dass 72, was an sich ja auch unerhört war, dass Harald Seetzmann ihn zur Documenta eingeladen hat. Man muss dazu sagen, Harald Seetzmann hatte damals schon diese Vision wirklich von einer offenen Kunstszene. Er hatte auch zum Beispiel Rosa von Braunheim, war genauso mit dabei. Beuys war auch auf der Documenta mit seinem offen demokratischen Büro, mit seinem Büro für Demokratie. Das heißt, es war auch ein Klima, was man sich heute vielleicht gar nicht so schnell vorstellen kann, dass es 1972 schon möglich war, mit jemandem wie Harald Seetzmann, dass Charles Wilp ganz klar auch mit Part of the Game war, also mit da integriert war und auch von ihm so angesehen wurde als Künstler, beziehungsweise diese Etikettierung wurde da aufgehoben. Das war schon was Besonderes. Also interdisziplinär und alles ist miteinander verwoben. Und wie du es eben auch angesprochen hast, alleine auch für Afrikola, die Inspiration, die kam ihnen ja wirklich auch bei der NASA. Also ne, diese vorne Eisscheibe, hinten im Spind ein Pin-Up-Girl und wie man das Ganze dann zusammen. Ne? Und das hat sich ja durch sein Leben gezogen. Und wie wir eben auch gehört haben, das Thema der Schwerelosigkeit, das kam auch immer wieder vor. Also eine wirklich unglaubliche Komplexität. Und hier haben wir ja auch den Katalog der Documenta 5 auch nochmal und zumindest einige der Plakate, die ja überlebensgroß auch in den Räumen gehangen worden sind. Ne? Also wir haben noch Bilder
gefunden, wie war das damals präsentiert? Und das ist unglaublich spannend. Ja, wenn du ihn noch mal interviewen könntest, was würdest du fragen? Wann war das? Das war, wir haben 2006 haben wir eine große Zero-Ausstellung gemacht. Einige Jahre, das war kurz vor seinem Tod, habe ich ihn noch mal getroffen. Und da ging es ganz primär vor allen Dingen sehr stark um seine neuen Projekte. Das war Space. Sein großer Traum war, also so ein Space-Labor zu schaffen, eine Space-Akademie. Also er war ganz eigentlich ist dahin gekommen, wo er am Anfang auch schon war. Nämlich sehr stark, dass er sich mit Raum, aber diesmal mit Raumfahrt viel, viel stärker beschäftigt hat. Was würde ich ihn fragen? Also ich würde ihn fragen, ob wir nicht mal abseits von diesen ganzen Werbegedanken nicht eine Ausstellung machen, die stärker im Grunde so das, was er für die Kunst geschaffen hat, viel stärker so in den Fokus hebt. Ich kann mich entsinnen, dass wir 2006, weil er ja auch sehr eng mit Armand war, hatten wir ihn so ein bisschen in der Ausstellung, weil er hatte seinen Sportwagen zusammen mit Armand in der Nähe von Mettmann in so einem Kiesgrube. Unerhörterweise hatte er einfach das war 63 wohlgemerkt, und so ein weißer Sportwagen, das war, glaube ich, ein italienischer Sportwagen oder ein englischer, das war schon was Besonderes. Aber so jemand war er, auch so ein Stück weit so spontan und auch so von der Sache besessen. Mhm. Irgendwas zu machen und zu entwickeln. Also ich habe damals, weil ich finde, er ist viel zu früh gestorben, also ich war ziemlich geschockt, als ich das hörte, als er verstorben ist, weil ich hatte so das Gefühl, da ist the next step, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Also da kommt noch eine ganze Menge. Ich weiß, dass viele Leute auch immer gedacht haben, der spinnt so ein bisschen. Das ist aber durch die Jahre hinweg immer gewesen, aber er hat viele auch ein Besseres belehrt, dass man Spinnereien auch durchaus umsetzen kann und in was sehr Produktives umwandeln kann. Mhm. Und das ist ihm sehr, sehr oft gelungen, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und er hat es verstanden, sich einzusetzen für bestimmte Sachen und auch Leute für sich einzusetzen. Mhm. Also dieses Geben und Nehmen, das war schon sehr besonders an ihm. Ja, also sehr visionär, kann man wirklich sagen. Und vielleicht haben andere nicht so vorausschauend gedacht in der Form. Ja, vielen Dank, dass du hier bist und uns auch einen kleinen Einblick gegeben hast über eure Zusammenarbeit. Wir hören jetzt nochmal Musik und darauf freuen wir uns sehr. Genießen Sie alle den Tag. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Und ich freue mich, wenn Sie die Ausstellung wirklich vor Ort besuchen können.